Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, weiter geht's natürlich mit Reflections heute. Und ja, dieses Mal zeige ich euch was, was vielleicht einige von euch schockieren wird, nämlich wie man private Felder bzw. Member irgendwie zugreifen kann. Und auch das geht mit Reflections. Also es ist nicht offiziell, sondern es ist auch wieder über diese Umwege, die wir bisher gekannt haben. Und das kann man natürlich hin und wieder mal brauchen, um irgendwie böse Sachen zu machen natürlich, aber auch um zu testen ist es teilweise nützlich. Oder wenn man halt gerade Zugriff auf was braucht, was man eigentlich so nicht kriegen würde. Ja, also ich zeige euch auf jeden Fall mal, wie es geht. Ihr dürft dann selber entscheiden, ob ihr es benutzen wollt oder nicht. Und genau, deswegen packe ich hier einfach mal ein private int. Also dieser int wird jetzt private hier. Ich mache auch gleich schon die Methode private. Und der Rest bleibt gleich. Den haben wir letztes Video bzw. die letzten paar Videos besprochen. So. Und ja, wie kann ich jetzt darauf zugreifen? Naja, ich möchte ja genau dieses Feld hier, das nennt sich ein Int. Also wir wissen jetzt, ich nehme einfach mal an, wir wissen, wie es heißt. Den Rest kennt ihr schon aus den vorigen Videos. Deswegen sage ich hier gleich mal, okay, Field Integ einfach ist gleich. Genau, jetzt nehmen wir wieder unsere MyClass, die wir hier oben schon definiert haben, wie immer. Punkt und dann get declared field und hier packen wir dann rein, wie das Ding heißt. Das heißt, wir sagen ein int. So, und jetzt haben wir quasi dieses ein int in unserem field drin. Wir können es aber immer noch nicht lesen. Es kann natürlich auch eine Exception schmeißen, deswegen muss das surrounded werden hier. Das heißt, wir dürfen das hier noch außen hinschreiben. Ups, nicht ausschneiden, nur kopieren. So. Genau, so jetzt haben wir dieses Field aus unserer Klasse bekommen. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, können wir hier nur den Namen eingeben und nicht irgendwie eine Instanz. Das heißt, es kann ja natürlich pro Instanz anders sein. Und deswegen sollte klar sein, dass wir auf diesem Field jetzt hier noch nicht wirklich viel machen können. So, aber ja, der Zugriff ist im Prinzip gleich wie immer. Genau, und jetzt müssen wir was machen, was wir für Private Fields machen müssen, also für diese privaten eben. Und zwar sagen wir hier einfach mal Integ, das ist unser Field, Punkt, set accessible. Und dann sagen wir hier true. So, das ist genau das, was ihr braucht, wenn ihr auf eine Private zugreifen wollt. Ja, gut, wir müssen sie noch initialisieren, kein Stress, schreiben wir einfach null hin. So. Und jetzt können wir das Ganze hier benutzen. Jetzt können wir hier einfach sagen, also ihr habt gesehen, es ist private und wir haben keinen Setter oder Getter oder sowas benutzt. Und jetzt können wir hier einfach sagen, integ.getInt. Und hier muss dann wieder das Object angegeben werden, wie wir es schon gewohnt sind, also die Instanz, so dass es passt. So, jetzt kann es natürlich wieder eine Exception schmeißen, aber das macht uns ja nichts. Wir wissen ja das Ganze. So, und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir 10 raus. Das heißt, wir haben einen Zugriff auf diese private Variable hier möglich gemacht. Ja, ziemlich krasses Teil. Es geht sogar noch krasser. Wir können das Ganze nämlich auch mit Methoden machen. Und diese Methoden, ja, kann man dann halt benutzen wie normale Methoden. Die Mechanik ist hier ziemlich genau dieselbe. Ich packe das ja auch gerade mal hier oben hin. Sagen wir hier einfach Method Prif für Private ist gleich null. So, und dann sagen wir hier Prif gleich MyClass Punkt getDeclaredMethod und hier sagen wir dann String Name. Das heißt, wir wollen den Namen von der Methode haben. Wir wissen, dass sie foo heißt. Ihr könnt das Ganze auch natürlich wieder hier über dieses Array machen. Das nennt sich dann getDeclaredFields Plural und getDeclaredMethods. Dann kriegt ihr hier wieder ein Array raus und da sind dann halt auch die privaten Methoden drin. Genau, aber ich möchte das jetzt mit einer speziellen Methode hier machen, nicht mit allem. Die nimmt keine Parameter, das heißt, wir schreiben hier null rein, kennt ihr aus dem letzten Video. So, jetzt haben wir natürlich auch wieder ein Problem, dass es nochmal eine Exception mehr schmeißen kann. Wir packen die einfach hier rein und schon ist alles gut. Genau. So, jetzt sagen wir hier unten auch wieder prif.setAccessible und wieder true. Und damit machen wir auch diese private Methode zugreifbar und können jetzt auf die quasi die aufrufen, wie jede andere Methode auch. Das heißt, wir sagen hier einfach
Ich lösche das mal hier raus, sysout, und diese Methode gibt uns eine 1 zurück, das heißt, wir können die auch tatsächlich ausgeben. Das heißt, wir sagen hier priv.invoke und die Instanz, die wir benutzen wollen. Ach genau, hier wollte ich noch kurz was dazu sagen. Wenn ihr keine Instanz habt, weil es eine Static-Methode ist, dann gebt ihr da einfach null rein. Static-Methoden, ja, einfach null reingeben und ihr könnt sie ausführen. Habe ich letztes Mal vergessen. Dieses Mal sage ich es jetzt einfach mal so nebenbei. Und wir geben jetzt hier natürlich wieder unser SO an. Unsere Argumente sind null, also keine. Und ja, jetzt kann das natürlich wieder Exceptions schmeißen und schon ist alles gut. So, und wenn wir das jetzt hier ausführen, kriegen wir 1 ausgegeben, was genau der Inhalt bzw. der Rückgabewert von unserer Foo-Methode ist und die eigentlich private ist. Übrigens ist die nicht mal im selben Package, das ist auch ein anderes, das heißt, die haben eigentlich absolut gar keinen Zugriff darauf. Gut, ja, also vorsichtig damit sein, nicht zu viel damit machen, aber ja, jetzt wisst ihr, wie man private und Private-Methoden und Fields bzw. Variablen auch aufrufen kann bzw. auch verändern kann. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut, ciao, ciao.